Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In diesem Video hier möchte ich euch einmal kurz zwei Tricks zeigen, wie ihr eure Wohnung oder auch euer Haus ohne Klimaanlage herunterkühlen könnt. Schon die alten Baumeister in den südlichen Regionen der Erde nutzten seit Jahrhunderten den Kamineffekt, um ihre Häuser abzukühlen. Wenn ihr eure Kamintür aufmacht und offen stehen lässt, Grundvoraussetzung ist natürlich, dass der Kamin sauber sein sollte. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Ich werde das gleich nachholen, damit ich diesen Effekt auch nutzen kann. Aber dann, wenn ihr den offen habt, passiert nämlich Folgendes. Ihr wisst ja, warme Luft ist leichter als kühle Luft. Kühle Luft fällt nach unten, warme Luft steigt nach oben. Und jetzt zieht die warme Luft in den Kamin hinein und verlässt euer Haus dann durch den Schornstein nach draußen. Ja, wie bereits erwähnt, eine ganz alte, simple Methode, die schon seit Jahrhunderten verwendet wird. Wer keinen Kamin zur Verfügung hat, der kann sich diesen Effekt andersweitig zu Nutzen machen. Nehmt da einfach zwei Kühlakkus und stellt diese nun an den höchsten Punkt in den Raum, den ihr abkühlen wollt. Bei mir ist das hier der Kleiderschrank. Ja, und jetzt passiert wieder Folgendes. Achso, übrigens, die Schale habe ich da jetzt noch drunter gemacht, damit das Kondenswasser da reintropft, weil ich das dann nicht auf dem Holz vom Schrank haben will. Und es passiert dann Folgendes, jetzt steigt die warme Luft wieder nach oben, kühlt sich im Bereich der Kühlakkus ab und fällt dann wieder nach unten. Und dieser Kreislauf geht dann immer weiter. Ja, diese beiden Kühlakkus haben ungefähr eine Haltbarkeit von 3 Stunden. Nach dieser Dauer solltet ihr dann die Kühlakkus austauschen. Diese beiden Kühlakkus schaffen es ungefähr, so einen 12 Quadratmeter großen Raum zu kühlen. Wenn ihr einen größeren Raum habt oder noch mehr Kühleffekt haben wollt, müsst ihr entsprechend dann mehr Kühlakkus nehmen oder ihr nehmt einen richtig schönen kalten Eimer mit Wasser. Das funktioniert auch. Und natürlich solltet ihr auch eure Räume abdunkeln, damit die nicht noch durch die Sonne aufgeheizt werden. Ja, wenn euch das nicht reicht, dann habe ich auch hier nochmal einen weiteren Lifehack verlinkt, wie ihr euren Raum runterkühlen könnt. Der ist auch sehr effektiv. Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen und gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren. Bis dann, euer MacPaverick.